Guten Morgen, du flauschiges Fluff. Guten Morgen. Wer liegt denn da auf meinem Deckchen? Ist das die kleine, süße Kuschi? Ist das die Prinzessin von der Erbse? Ja? Dein Gesicht immer. Wo ist denn? Eben kommst du so schön angekuschelt. Und so laut hast du geschnurrt. Kuschelein. Ja, dir geht's gut, gell? Kuschi war gestern ganz schön viel draußen gewesen. Er hat sich bei der Nachbarin unten im Garten auf die Wiese gelegt und hat da gechillt. Gell? Hat die Sonne genossen. Ja. Hallo, Kuschelein. Bali ist, glaube ich, im Wintergarten und schläft. Und ich will jetzt hier nicht wieder Paranoia schieben, aber der Wulmi ist gestern morgens raus, kam den ganzen Tag nicht, nur abends, ganz kurz, so gegen 7:30 hat der Jengis gesagt, hat miaut, hat was gefressen, ist wieder abgedampft. Und jetzt haben wir, keine Ahnung wie viel Uhr, 8:30, glaube ich. Freitag 8:30 und er ist immer noch nicht da. Ja, jetzt fange ich natürlich wieder an, mir Gedanken zu machen. Weil es halt wieder ungewohnt ist. Vielleicht, weil das Wetter so schön ist draußen, ist er unterwegs. Kuschi, weißt du vielleicht, wo der ist? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Mach mir immer so viel Sorgen dann. Geh, mein Schatzi. Vielleicht könntest du ihn mal suchen gehen. Vielleicht könntest du ihn mal suchen gehen. Kein Bock? Sieht nicht so aus, als ob du Lust hättest. Mann, Buddy! Sag mal, kann ich nicht mal allein im Bad sein? Könntest du mal bitte rausgehen? Ich komme doch gleich wieder raus. Dein Ernst? Bevor wir jetzt nach Wulmi suchen, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei der lieben Ines bedanken. Die hat uns nämlich ein Paketchen zugeschickt. Und ich habe gestern, muss ich leider gestehen, diese Raffaello-Tafelschokolade habe ich gestern mit dem Jengis schon verputzt. Ich konnte mich nicht beherrschen. Und sie hat uns wieder hier ganz viele süße Sachen eingepackt. Schokolade für mich. Nadine, du bist Gold wert. Ines, vielen, vielen Dank. Total süß von dir. Auch für den Elias ist was dabei. Der kommt nämlich heute, dann freut er sich, dann kann er das auspacken. Alles auch so süß eingepackt hier für die Kuschi. Was haben wir hier für Wulmi und Bali? Nochmal Schokolade. Und die habe ich gestern auch schon mal ausgepackt. Die sind doch so süß. Ich zeige die euch mal. Moment. Guckt mal, wie süß. Das sind drei Katzen. Also ich würde jetzt mal behaupten, wir sagen mal, das ist definitiv Bali. Dann würde ich hier sagen, das ist Kuschi und das ist Wulmi. Wobei die grünen Augen müssten eigentlich zu Wulmi, aber ist egal, weil die Kuschi hat ja eher so senfgelbene Augenfarbe. Aber total süß. Ich weiß nicht, wo ich die hinhängen soll. Ich habe mir gedacht, vielleicht über die Futterstelle. Eins, zwei, drei nebeneinander. Der Jengis fand die so mega, mega süß und ich finde die auch total goldig. Dann hat sie uns noch diese Katzengraswürfel geschickt. Finde ich mega, mega cool, weil die Katzen mögen die. Und für mein Wulmilein diese Hühnerherzen getrocknete. Auch sehr, sehr schön. Dann noch Schleckis, immer gut.
Was hat sie noch geschickt? Lachs-Smoothie. Das sind anscheinend auch so eine Art von Schleckis, würde ich sagen. Ich kenne die gar nicht. Und dann nochmal Schokolade. Wie gesagt, die eine Tafel habe ich schon verputzt. Ines, vielen lieben Dank dafür. Einen ganz lieben Brief hat sie noch mitgeschickt. Und allein diese Mühe, die man sich macht, finde ich einfach mega toll. Und ich danke dir, liebe Ines, dafür. Super Sachen. Und wir gehen jetzt mal gucken, ob wir den kleinen Wurmi finden. Wenn das alles immer so ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann nervt es mich extrem. Ich weiß nicht, wo der sich jetzt rumtreibt wieder. Das Wetter ist so lala. Oh, es ist schon kalt. Warm ist es jedenfalls nicht. Der Jenkins sagt immer, mach dir keine Sorgen, der kommt schon. Aber ich mache mir trotzdem immer Sorgen. Wurmi! Wurmi! Ich habe da keine ruhige Minute einfach, wenn ich nicht weiß, wo er ist. Und vor allem, wie gesagt, er kam ja gestern nur mal ganz kurz nach Hause, abends. Und ich habe ihn jetzt seit vorgestern Abend nicht gesehen. Und das macht mich halt dann ein bisschen nervös. Ja. Jetzt heißt es wieder warten und hoffen, dass er bald nach Hause kommt, weil ich muss jetzt schon gleich los und den Elias von der Schule abholen, denn heute sind ja Ferien. Ferien beginnen bei uns in Hessen und deshalb muss ich auch schon gleich los und kann nicht auf ihn warten. Ich kann höchstens... Ah, hallo, Bali. Hallo. Du bist da. Weißt du, wo dein Kumpel ist? Kannst du mir das vielleicht sagen, wo dein geliebter Bruder ist? Ja, ich weiß es auch nicht, Bali. Ich weiß es auch nicht. Ja, dann mache ich mich jetzt mal fertig und hoffe einfach, dass er jetzt noch nach Hause kommt, während ich zu Hause bin. Kushi, hast du Bali angegriffen? Hast du Bali angegriffen? Ja. Schade, dass ich das jetzt nicht auf Kamera habe. Sie ist vom Bett gesprungen auf ihn drauf. Kushi. Kleine Kampfkatze. Das hast du nicht erwartet, ne? Das ist hier die Kampfkatze. Unsere Kushi. Ich finde sie irgendwie total lustig. Ich habe mich jetzt ready gemacht und muss jetzt den Elias abholen. Der Wulmi ist leider nicht da. Habe ich mir auch eigentlich gedacht, dass er jetzt nicht kommt in der kurzen Zeit. Ich will hier jetzt auch niemanden verrückt machen. Nur, es ist so, seitdem der Bali da ist, und das ist seit Anfang Januar, ist er wirklich nicht länger als so 6 Stunden weggeblieben, wenn es hochkommt. Und wenn es dann halt anders ist auf einmal, dann wundert man sich irgendwie. Mal kurz überlegen. Er ist Mittwochabend raus. War dann den ganzen Donnerstag bis abends um 6 Uhr. Ich habe den Jenkins nochmal angerufen. Er ist abends gestern um 6 Uhr nach Hause gekommen. Hat gefressen und ist jetzt weg. Jetzt haben wir 12 Uhr. Was machst du mit meinem Fuß? Kushi. Und deswegen mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss jetzt den Elias abholen und sag euch auf jeden Fall Bescheid, wenn der kleine Hase wieder da ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Freitag und eventuell bis später. Tschüss. Wurmi! Wo ist der Kleine? Ganz kurz nochmal aus dem Auto. Also wenn er bis heute Abend nicht da ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann werde ich mir definitiv mein E-Bike schnappen und werde ihn suchen gehen. Sonst habe ich einfach keine Ruhe.